Endlich ist er da. Wir haben lange drauf gewartet. Ein Hidden Secret. Er ist da, der Renomaster und Etrusco. Das ist so ein schönes Fahrzeug. So eine tolle Kombination habe ich selten gesehen. Endlich so viel Drehmoment. Richtig Power. Selbst die kleine Maschine hat das gleiche Drehmoment wie die große Maschine. Der kommt von unten raus. Ein Biturbo. Extrem leise. Und sehr, sehr automotiv. Das ist der absolute Wahnsinn. Warum habt ihr nichts davon erzählt? Das war wirklich, es kam, du hast es mir erzählt, ihr habt das so geheim gehalten. Unglaublich. Ihr habt ihn endlich da, den neuen Renomaster auf Etrusco. Ja, also wir freuen uns auch tatsächlich, dass wir ihn jetzt auch präsentieren können, den neuen Renomaster. Wir haben ein Jahr wirklich sehr viel investiert, sehr viel Entwicklungsaufwand investiert, um ihn jetzt einfach endlich auch präsentieren zu können. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt noch einen weiteren Chassis-Lieferanten mit anbieten können. Ja, es ist so sensationell, dass ich das Wort auch wirklich nochmal benutzen darf, wo Leute gesagt haben, nee, sag nicht immer sensationell, aber guck dir mal allein diese Stimmigkeit der Proportionen an. Dann die Breite von dem hier, wie breit ist der? Der ist 2,14 Meter breit. 2,14 Meter, also echtes Van-Maß. Das bedeutet, du hast ein extrem kompaktes Fahrzeug. Er hat Kastenwagenmaße. Das heißt, du kommst auch da rein, wo ein Kastenwagen reinkommt, oder? Genau, also es ist ein bisschen länger als einer unserer Kastenwagen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,82 Meter. Aber auch die Kompaktheit, die schmale Aufbaubreite macht ihn halt auch nochmal super wendig und auch einfach sehr angenehm im Fahrgefühl. Also ich habe selten so ein stimmiges Bild gesehen. Also es fällt überhaupt nicht auf, dass das hier ein teilintegrierter ist, sondern er wirkt auch gar nicht wie ein Kastenwagen, er wirkt wie aus einem Guss. Ja, das auf jeden Fall. Also hier komplett harmonisch auch vom Design, von vorne, von hinten. Also es passt hier wirklich alles super zusammen. Ja, der Renomaster, wer ihn je gefahren ist, eines der leisesten Fahrzeuge überhaupt. Also der ist so leise. Es ist im Vergleich zum Transporter echtes S-Klasse-Niveau vom Geräusch, oder? Also ich habe ihn ja jetzt gerade rüber gefahren und bin den jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Also er macht wirklich Spaß zum Fahren und wie du schon sagst, die Geräuschkulisse ist super, super leise. Also es macht wirklich Spaß und es ist sehr angenehm, ihn auch zu fahren. Das Wichtigste allerdings ist die Straßenlage. Dieses Fahrzeug ist fast noch unterfordert. Es ist ein richtiger LKW, der drunter ist. Ein kleiner LKW, natürlich nicht mit Druckluftbremse, aber er hat alle Gene von einem richtigen Transporter. Der ist gebaut für richtig Laufleistung, aber der Biturbo, der schafft natürlich dieses Mega-Drehmoment ohne Leistungssteigerung. Der kommt von unten raus, oder? Der kommt von unten raus und klasse ist halt auch in der Serie bereits 145 PS. Also hier macht das Fahren schon nochmal Spaß. Also ganz wichtig, der 145 PS hat das gleiche Drehmoment wie der große Motor, das weiß ich zufälligerweise. Das heißt, man muss gar nicht den großen Motor kaufen. Er ist sehr sparsam, aber das werden wir gleich mal drin sehen. Das Fahrzeug ist von Grund auf neu entwickelt worden von Renault. Dann der Renault Service, muss man sagen. Das ist richtiger LKW-Service, der hier im Hintergrund ist. Das heißt, wir haben einen Truck-Service, der mit dabei ist. Unglaublich, ein Riesenhändlernetz, also alle wirklich hochgradig motiviert. Und warum ich so schwärme, hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir schon seit über 10 Jahren die Renault Master auch filmen, das Ganze zeigen und ich wirklich diese Fahrzeuge richtig liebe, denn wir kommen ja aus Saarbrücken, das liegt an der französischen Grenze und da bist du mit Renault, mit Peugeot, mit den ganzen französischen Marken aufgewachsen. Bitte mach mal auf, du bist jetzt eine relativ kompakte Frau. Nicht zu klein, nicht zu groß, liegt ein bisschen an den italienischen Wurzeln, die du hast. Deine Größe? Genau, 1,63 bin ich groß. 1,63. Und selbst du, das können wir jetzt mal sehen, kannst Platz nehmen auf diesen Designsitzen. Wie ist denn der Sitzkomfort von denen? Sehr, sehr angenehm. Also man sitzt hier wirklich bequem drauf, hat auch alles mit der Höhenverstellung, Neigungsverstellung, also alles, was das Herz begeht. So, steig mal bitte ein, denn hier ist jetzt noch kein Doppeldienschacht verbaut. Die Fahrzeuge sind wirklich noch ganz neu. Ja. Die kommen jetzt zur Händlertagung. Du wirst nach Italien reisen? Ich werde nach Italien reisen zur Händlertagung. Da zeigen wir die natürlich dann auch. Aber was habt ihr alles auf Renault dort zu zeigen? Was wird kommen? Wahrscheinlich. Weißt also zwei Modelle. Also einmal der hier, der 6.8 SR und dann noch der kleine Bruder, das ist der 5.9 DR mit Doppelbett hinten und 5,99 Meter Gesamtlänge. Wir filmen hier eine Premiere, oder? Ja. Absolut. Das ist bis jetzt noch nicht. Das ist das Lenkrad und da hast du wirklich ein Multifunktionslenkrad in Serie.
Genau, also hier alles, was das Herz begehrt, auch mit dem Tempomat, kann ich direkt am Lenkrad einstellen. Es ist auch sehr schön von der Haptik, fühlt sich super an, super automotiv. Also wer es kennt bereits von seinem eigenen Lenkrad, der wird sich hier damit auch sehr wohl fühlen. Du kennst ein Geheimnis, das alle Renaults haben. Das wäre. Komm, ich komme auf die andere Seite, mach mir mal auf. Du kannst ruhig sitzen bleiben. Das ist, jetzt muss ich nur immer aufpassen, weil dieses Geheimnis haben alle Renaults und du darfst mal ein bisschen suchen, wenn du es noch nicht weißt. Wahrscheinlich weiß es schon, ja? Nein, Lenkrad. Lenkrad? Du meinst jetzt hier die Verstellung? Nein, kalt. Okay. So, jetzt musst du mir weiterhelfen auf die Sprünge. Guck mal da, dieses Knubbelding. Ja. Das ist bei allen Renaults seit ungefähr 20 Jahren identisch, bei allen. Bei Nutzfahrzeugen, bei PKWs, beim Clio. Das ist der Remote Control für das Audiosystem und dein Teil. Das heißt, du kannst damit blind das Radio steuern. Ach, das ist ja klasse. Und das wissen viele gar nicht, weil das versteckt ist an der Stelle. Ja. Siehst du es? Von oben ist es tatsächlich nicht sehr einsehbar, aber wenn man da schon ein bisschen rumschaut, dann sieht man natürlich die ganzen Funktionen. Ich habe es tatsächlich auch schon ausprobiert mit dem Radio. Ja, du wusstest nicht, was ich wollte eben, oder? Ja. Das war gemein. Aber viele Leute wissen das gar nicht, dass das bei Minova. Ich mach mal zu. Hat der Kennzeichen drauf? Kennzeichen drauf. Komm, wir fahren mal eine Runde, dass wir das mal sehen. Und ich schneide mich mal an, weil der ist so. Der ist so leise nämlich. Ich weiß keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Du hast also hier, kannst du einmal durchkerchern. Wahrscheinlich kriegt ihr demnächst von Originalzubehör dann auch die richtigen Matten und alles. Da sind die Kollegen schon dran. Ja, genau. Ihr habt die ziemlich überrascht, oder? Ja, das schon. Also es war ja doch ein Jahr, ist jetzt relativ kurze Entwicklungszeit. Das ging jetzt relativ schnell. Deswegen, aber die sind da schon klasse auch dran, die Jungs. Guck mal, wie leise der ist. Merkst du es? Ja. Also der macht auch wirklich Spaß zu fahren. Ist das noch ein Prototyp oder ist das schon einer? Prototyp. So, wir fahren im absoluten Prototypen. Übersichtlichkeit bei dir, ist das gut? Super. Also ich sehe alles von den Spiegeln her. Also er macht wirklich Spaß. So, du warst übrigens schon im zweiten Gang, hast du gemerkt? Ja. Genau, so. So, wir sind in Leutkirch und in Leutkirch. Wo fährst du mich hin? Ja, wir fahren jetzt hier mal eine kleine Runde in Leutkirch durch. Du kennst gut aus hier? Ja. Genau, ich bin hier fast tagtäglich. Arbeitsstelle hier Etrusco, direkt der Standort. Also auch das Klapperverhalten ist okay, finde ich. Also wir haben ja ein Reisemobil hier und kein Elektroauto. Was du da hast. Aber der Motor ist so leise, das ist man gar nicht gewohnt, oder? Macht richtig Spaß, der Motor auch. Also, das ist echt toll zum Fahren. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt ein Eis essen oder so, aber du willst eine kleine Runde machen. Also, eine kleine Runde machen, genau. Sehr leise. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Also wir können uns hier flüstern, unterhalten und das ist vielen Leuten ja wichtig, die unterwegs sind, die sagen, ich habe eine längere Reise, ich habe keine Lust. Wenn man zu zweit unterwegs ist und sich dann während der Fahrt unterhält, also. Ich muss mich nicht anschreien. Nee, das macht richtig Spaß hier auch. Also. Ja, du kannst den Witz hier stehen lassen. Dann haben wir den. Ja. Das ist der ja genau. Warum ich dir dauernd Anweisungen gebe, liegt daran, wir haben lange nicht mehr gedreht. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass du kommst. Ja, denn wir haben uns zuletzt gesehen in der Toskana. Gell? Letztes Jahr, genau, zum Presseevent. Da warst du auch da. Da hast du ja noch ein paar andere Fahrzeuge von uns gefilmt. Ja. Das findet immer in Italien statt. Ja, warum denn? Das Presseevent? Ja. Tatsächlich haben wir es dieses Jahr mal hier in Leutkirch gemacht. Ja. Genau, also wir sind da sehr flexibel. Letztes Jahr Toskana, klar in der Nähe zum Werk auch natürlich. Dort auch einfach nochmal die Vorortbegebenheiten, das italienische Design nochmal ein bisschen mehr zu unterstreichen. Okay, das ist schön. Du kommst ja aus Italien, du sprichst fließend Italienisch? Ich spreche fließend Italienisch. Ja. Das hilft unglaublich, also weil ihr habt die Kommunikation, das Werk, sind total stolz drauf. Haben sie es gut gemacht hier, das Auto? Sehr gut, also ich bin sehr, sehr zufrieden, ich bin sehr froh darüber. Auch für den Prototypen, also kann sich wirklich sehen lassen. Also die Jungs und Mädels in Italien haben wirklich einen guten Job hingelegt. So, also sehr leise. Wir haben eine Aufbauklimaanlage mit drin. Wir haben ein Tempomat mit drin, ein 6-Gang-Getriebe.
das wirklich sehr leise ist, auch bei Geschwindigkeiten. Also ich denke, eine gute Reisegeschwindigkeit hier 120. Man darf sogar schneller fahren, aber das ist richtig cool. Hier könnte man dann noch ein großes Radio reinmachen. Dann hat er einen Eco-Modus, das ist auch sehr interessant. Da ist, sag mal, die Leistung noch mal ein bisschen anders verteilt. Und ja, viele, viele Extras mit drin. Also wirklich, ich bin ganz baff, dass ihr den habt, ja. Genau, ja, ich auch. Also ich freue mich tatsächlich, dass wir den haben und jetzt auch endlich mal zeigen können. Genau, was hier auch ganz cool ist, in der Serie kommt ja bereits das Radio mit dabei. Sprich, ich kann auch mein Handy anschließen, richtig angenehm. Und wenn ich natürlich die Complete Selection bestelle, dann kriege ich hier noch ein Multimedia-Paket dazu. Sprich, ein Gerät, ein Multimedia-System, bei dem ich mit Apple CarPlay bzw. Android Auto ganz bequem auch nochmal reisen kann und navigieren kann. So, große Spiegel, Panoramaspiegel mit drin, ein sehr, sehr flaches Heck, was vorne abfällt, sehr kurz, das heißt sehr übersichtlich. Du siehst auch direkt, wenn ich hier gucke, hat man bereits nach einem Meter ungefähr erfasst, was vor mir ist. Das ist auch wichtig, oder? Ja, das auf jeden Fall während der Fahrt macht es doch nochmal sehr angenehm. Komm, wir steigen nochmal aus. Hier vorne übrigens nochmal USB-Anschluss mit drin auf der Seite. Aber ihr müsst wirklich den Renault Master, das ist ein richtiger Angstgegner gegen den Etablierten, weil viele den noch nicht auf dem Schirm hatten. Lag aber auch daran, dass du bei Renault relativ wenige Reisemobile bisher auf Renault-Basis gesehen hattest. Deswegen war der im Markt nicht so. Aber guck mal, wie der aussieht, wie schön knuffig der ist. Findest du nicht? Total. Ich finde auch, das richtig schön harmonisieren mit dem markanten Design, mit dem schwarzen Stoßfänger. Also es passt auch noch mal richtig schön zur Außenbeklebung von Etrusco. Der darf gar nicht weiß sein, finde ich. Der ist ja schwarz jetzt, oder? Ja, der ist schwarz. Kommt serienmäßig in schwarz. Genau, wir haben uns bewusst dafür entschieden, den auch schwarz zu lassen, beizubehalten, einfach nochmal aus dem designtechnischen Aspekt. So, der hat jetzt die Complete Selection mit drin, aber das ist ja ein Prototyp. Das heißt, das wird ja noch final noch festgelegt. Ansonsten alle Gene, ich nehme mal an, die Seitenbahn ist GFK, das Heck ist GFK. Ich guck mal gerade. Dann das Dach ist GFK. Korrekt. Eure spezielle Isolierung in der Wand ist auch erhalten, das ist alles, wie es bisher gebaut wurde. Wie es bisher gehabt wurde, wie es jetzt zum Beispiel bei den anderen Baureihen aus unserem Hause bereits bekannt ist, das haben wir beibehalten. So, wir gucken uns das Heck mal an. Er heißt V6.8 und jetzt kommt's. V6.8 SR, V steht für Vanbreite? Genau, für den Van, also unsere Baureihe, die Van-Baureihe. 6.8 für die Länge. Ich habe ja vorhin angedeutet, er ist 6,82 lang, genau deswegen 6.8 und SR. S für Single Beds, Einzelbetten im Renault und das R als einfach Differenzierung, das ist, wir hier wirklich von einem Renault-Chassis sprechen. Also ich kriege jetzt ein V6.6 SF. Ja. Das ist was? Das ist ein 6,71 Meter auf Ford-Basis, auch mit Längseinzelbetten im Heckbereich. Du bist eingestellt, ja. Aber was ist deine Aufgabe? Was machst du den ganzen Tag bei Etrusco? Ich bin zuständig fürs Produkt tatsächlich. Ich bin Produktmanagerin bei Etrusco. Was heißt denn das für Druckmanager? Der denkst du so Produkte aus? Oder? Also natürlich einerseits ist es die, ich kümmere mich um die bestehenden Produkte, aber ja, denken wir dann auch neue Produkte aus, arbeite mit neuen Chassis beziehungsweise untersuche auch, welche weiteren Chassishersteller für uns interessant sind. Und da kam halt natürlich der Renault raus. Und natürlich ja Weiterentwicklung, auch Entwicklung von neuen Baureihen, von neuen Grundrissen, also alles, was das Produkt betrifft. Ja, ich mache ja Werbevideos für euch, werde von euch bezahlt. Warum hast du mir nichts erzählt? War das so top secret? Das war wirklich top secret, dass wir den gebracht haben und auch. Ich weiß es seit wann? Seit heute. Ja, ich wollte dich überraschen heute. Es ist echt gut, weil ich denke, was fährt denn da an? Das ist aber jetzt kein April-Scherz, weil ist demnächst 1. April. Nee, nein, es gibt ihn da. Es gibt ihn. Jetzt dann ab Frühjahr. Also er ist schon auch auf unserer Homepage zu sehen. Preislisten kommen jetzt auch nach und nach. Er kann auch schon konfiguriert werden auf unserer Homepage. Bitte mal öffnen hinten. Ja, möchte die Garage? Ja, sei so lieb. Daneben ist wahrscheinlich das Gasfach, das können wir gleich mal aufmachen. Genau. Wenn du so im Flow bist, dann bitte öffnen. Mach gleich alles auf. Der hat jetzt Mac-Rent-Schlüssel. Kann man den schon mieten eigentlich? Das ist kein Mac-Rent, das ist tatsächlich von unserem Pressefuhrpark zu Vorführzwecken. Ah, das heißt, die laufen denn über die Logistik von eurem... okay, verstehe. Also, wenn ich mal
ganz viel gut gelernt habe und dann mal als Presse durchgehe, dann darf ich mir den auch mal ausleihen. Aber wir fahren ja den nächsten Ford. Das heißt, ihr habt Ford, ihr habt Fiat und ihr habt jetzt Renault. Genau. Sehr cool. Also große Garage, das ist Vanbreite, trotzdem Riesengarage. Ja. Also doch, hier wirklich kriegt man sehr viel rein. Fahrräder können bequem verstaut werden, aber auch ganzes Campingzubehör. Also alles, was man für einen Urlaub benötigt, das kann hier mit rein. Wie kommt das, dass dieser Prototyp so gut aussieht? Ist das alles per CNC oder CAD, wird sowas entworfen, Computer entwickelt? Genau, das wird alles natürlich von unserer Konstruktion in Italien entwickelt und natürlich das technische Know-how, die Expertise, die wir mit unserem Werk in der Toskana haben, dass die uns einfach so ein tolles Fahrzeug hinstellen können für einen Prototypen. So, wir können mal, da hinten ist nochmal ungefähr die gleiche Tiefe wie hier, also ein riesen Staufach ganz hinten, hier vorne nochmal ein Staufach, überall habt ihr Möbelverbinder, das sieht man ja auch noch, aber die flexibel die ganze Last halten, weil sich das Fahrzeug ja doch bewegt und das Ganze soll ja auch lange halten. Ihr habt diese Fahrzeuge ganz bewusst in der Vermietung, deswegen hier Siebdruckplatte unten, wasserdicht, also dann, guck mal, der Einstieg, du brauchst dir gar keine Mühe machen, die Fahrräder hochzukriegen, oder? Das ist klasse, also hier kann man ganz bequem die Fahrräder einladen mit der Rahmenabsenkung. Das ist uns auch sehr wichtig, das den Kunden natürlich auch zu bieten. Hier einen komfortablen Zugang zur Garage, gerade für Kunden, die die Fahrräder auch mitnehmen möchten. Etrusco ist dafür bekannt, Fahrzeuge zu bauen, die viel teurer aussehen, als sie kosten. Das sagen euch viele Kunden, die sagen, boah, das Ding, das muss doch mindestens 90.000 Euro kosten. Nein, kennst du schon den Preis von dem hier, den Grundpreis? Das Fahrzeug startet bei 53.499. Sag das nochmal. 53.499. Echt? Ja. Länge nochmal? 6,82 Meter Länge. 2,14 Meter breit. Super handliches Format. Also es ist, auch die Höhe ist nicht so hoch. Sind wir unter 3 Meter? Wir sind unter 3 Meter, ja. Das ist ein magisches Maß, denn gerade Campingplätze im Süden, das kennst du, ja. Pinien, Wälder, irgendwelche Olivenbäume, wo du durch musst. 3 Meter ist Traummaß, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also man kommt hier wirklich bequem überall durch, unter Bäumen. Also da achten wir schon sehr drauf. Ja, das ist ein magisches Gerät, das werden wir gleich mal sehen. Denn wenn man reingeht, hast du eigentlich Kastenwagenmaße. Also das ist wie so ein etwas langer Kastenwagen, der da ist. Aber du hast ein Raumgefühl, das kannst du nicht beschreiben. Das liegt aber auch daran, dass ihr Materialien innen verwendet habt, die so hell sind, die erweitern den Raum geradezu, oder? Ja, und natürlich ist es auch wichtig, uns innen auch einen Komfort zu bieten, wie bei einem vollständigen Teilintegrierten. Und das finden wir auch drinnen wieder. So, komm, wir gucken mal das Gasfach. So, 2x11 Kilo hintereinander. Jawohl. Eine ganz kleine Kante. Das ist, wenn du dich mal gerade daneben stellst, dass man nochmal das sieht. Also das ist so niedrig, das müsste gehen, oder? Ja, das geht. Also das kriege auch ich mit meinen 1,63 hier leicht rein. Ja, ist ja nicht jeder 2 Meter, also muss man sagen. Es gibt ja auch die, und es gibt immer mehr Frauen, die auch Solo fahren. Ist das hier ein tolles Solo-Fahrzeug? Das auf jeden Fall. Also es macht richtig Spaß, den auch allein zu fahren. Und man hat auch genug Platz, allein zu zweit. Also ich könnte mir da auch sehr gut vorstellen, mit dem das nächste Mal allein in Urlaub zu fahren. Ja, denn es steht ja auch euch zur Verfügung. Ihr müsst die Fahrzeuge auch testen. Ja. Also das ist euch ganz wichtig. Ihr übergibt die nicht nur der Presse und sagt, hier schreibt mal auf, was da ist. Genau. Sondern die Presse geht teilweise sehr nicht immer nett mit euch um, ja. Das hilft euch aber auch, oder? Das hilft uns natürlich. Also wir möchten uns ja natürlich immer weiter verbessern, weiterentwickeln und da sind wir um jedes Feedback auch dankbar. Also natürlich, einerseits testen wir ausgiebig auch die Fahrzeuge und schauen, was können wir besser machen, und wenn wir das Feedback von der Presse noch zusätzlich bekommen, dann hilft uns das natürlich weiter. Da komm mit, bitte. Heck, da gilt nochmal zu erwähnen, ihr habt diese typischen Crashboxen, die sehr praktisch sind. Das heißt, die neuralgischen Stellen sind einzeln tauschbar. Ja, genau. Der Heckleuchtenträger ist dreiteilig, sprich die einzelnen Träger können einzeln ausgetauscht werden, falls jetzt doch mal beim Rückwärtsgang, wenn man da mal wo anecken sollte. So, die Rückfahrkamera ist bereits vorgesehen, glaube ich. Die ist in der Complete Selection mit enthalten. Genau, das ist, wie gesagt, das ist unser erster Prototyp. Dort haben wir sie jetzt noch nicht verbaut. Aber das Kabel liegt schon, ne? Das Kabel liegt schon, genau. Wenn jetzt auch die Fahrzeuge in der Complete Selection bestellt werden, dann ist da natürlich immer die Rückfahrkamera mit dabei. So, die Polyvision-Fenster habt ihr eingebaut. Das Ganze ist flächenbündig mit der Außenhaut. Genau, also einfach sehr schön vom optischen Design. Auch nochmal hier mit den Rahmenfenstern. Und auch die kommen in der Complete Selection dann.
War der weiß, als ihr ihn bekamt, oder habt ihr ihn umlackiert in weiß? Der war weiß. Ich darf noch daran erinnern, die letzten Fords, kannst du dich noch daran erinnern, die ihr bekommen hatte, die Prototypen, die hatten eine andere Farbe. Aber der sieht doch schon richtig schick aus, oder? Ja, also mir gefällt er auch sehr, sehr gut tatsächlich. Auch alles harmonisch und vom Farbdesign her. Sau stimmig. Also dadurch, dass er nicht so hoch ist. Eine Stufe von Lippert habt ihr hier verbaut. Ja, genau. Weltmarktführer für Stufen und Hubbetten. Auch, ja. Mach mal bitte auf. Es gibt den auch auf Wunsch mit Hubbetten in einer anderen Version? Oder? Bei den Vans tatsächlich haben wir jetzt kein Hubbett vorgesehen. Genau. Aber das ist die Version umbaubar zum Notbett? Hier haben wir den Bettenumbau in der Sitzgruppe. Der kann hier mit dazu bestellt werden, sodass wir einfach noch einen zusätzlich dritten Schlafplatz generieren können bei dem Fahrzeug. Was ist das für ein Material? Beschreib das mal bitte hier. Das sieht aus wie Stoff, ist aber gar nicht, oder? Ja, das ist unser Etrusco-Dekor. Das ist sehr angenehm von der Haptik auch hier. Eine super schöne Textilstruktur obendrauf auf dem Dekor. Also es macht wirklich Spaß auch. Erstmal von optisch natürlich das anzuschauen und dann auch drüber zu fahren. Also sehr, sehr hochwertig. Der Fliegenschutz bitte auch mal bedienen. Mhm. Den mal gerade zeigen. Ja, der ist viel, viel besser. Also das ist nicht mehr das, was vor 10 Jahren, so dieses leichte Material, sondern etwas schwerer. Das heißt, auch wenn der Hund mal gegen, es geht nicht direkt beim ersten Angucken kaputt, oder? Nein, das nicht. So. Das ist uns auch wichtig, dass wir auch von den Materialien qualitativ hochwertige Materialien und Komponenten einsetzen. Ja, das ist ein sehr langlebiges Design. Das bisschen Holz, was ihr habt, habt ihr am Boden verbaut. Das ist so eine Schiffsbodenoptik, aber auch in hell. Dann habt ihr hier so ein Schuhfach. Von der Praxis her, wir sind ja hier in einem sehr kompakten Fahrzeug, auch bitte mal öffnen. Mhm. Jetzt mal reinschauen. Da könnte man Hundefutter, aber ich denke, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, weil das so oder so ähnlich bauen die ja den ganzen Tag, oder? Ja. Wenn die mal beim Aufbau sind, dann sieht man das. Da vorne habe ich noch gesehen, guck mal, da vorne liegt noch eine Schraube. Siehst du die? Neben dem Luftauslass. Ja, ich sehe sie. Der ist so neu, der ist gerade vom Band, oder? Genau. Boah, wie schick. So, dann das Pferdchen. Dann haben wir auch hier diese indirekte Beleuchtung mit drin. Wenn du auch das mal bitte für mich anwirfst. Ich muss noch einmal das Panel natürlich erstmal anmachen. Aktivieren. Genau. Und da siehst du indirekte Beleuchtung. Dann habt ihr unglaublich viel Wert drauf gelegt, indirektes Licht zu generieren. Ist das hier auch so? Ja, hier auch. Genau, wir haben jetzt auch wieder diesen Steher zwischen der Nasszelle und der Sitzgruppe. Einfach nochmal für eine angenehme Ambientebeleuchtung. Dann natürlich dann auch unter den Dachstauschränken die indirekte Beleuchtung mit den LED-Spots. Also auch hier im Eingangsbereich natürlich ein paar Spots, dass man es auch natürlich bequem sehen kann. Von Teleco gibt es eine neue Klimaanlage, habe ich ein Video drüber gemacht. Ja, die passt in die Mini-Hikis rein und ist auch sehr günstig, also aus Italien. Ja, sie ist also speziell für Kleinstfahrzeuge gebaut, hat ein wahnsinniges Volumen, packt bis 7 Meter Länge. Und ich sehe schon, habt hinten eine Mini-Hiki verbaut. Ja. Ist es in Italien noch ab und zu heiß? Ja, es ist schon noch warm in Italien. Gerade im Sommer dann bietet es sich natürlich an, da eine Dachklimaanlage einzubauen. Das kann dann jederzeit dann auch über die Handelspartner erfolgen. Der kann auch einbauen, was er will. Muss kein Teleco sein. Dann habt ihr ein ganz tolles Kochfeld hier verbaut. Bitte mal zeigen. Das ist allein schon ein richtiger Design-Hingucker. Also nicht hier 2, 3 Stück, sondern 1. Und von Chan, also toller Hersteller. Und hier kannst du auch wirklich mal was verkochen, kannst es sauber machen, direkt in die Spüle wischen. Genau, also es ist hier wirklich bequem, komfortabel auch. Ganz klasse natürlich auch die Piezo-Zündung. Man braucht kein Feuerzeug mehr während der Fahrt, beziehungsweise beim Kochen, um den Gas anzuwerfen. Also das macht es natürlich schon nochmal bequemer. Also auch die Kinder können es jetzt problemlos zünden. Das ist, war ein Scherz. Aber die Bitte passt dann auf. Dafür gibt es ja die Absperrhähne. Auch Kinder nicht alleine lassen im Wohnmobil. Die sind hier auch gleich direkt zugänglich. Achso, dass die Kinder es auch noch wieder aufmachen könnten. Okay. Dann Kühlschrank. Da habt ihr den breiten Tedford verwendet. Ja. Also das ist auch wichtig. Wenn schon Unterbau-Kühlschrank, dann aber groß. Also da machen viele den Fehler, neben dem neuen Dometic, so schön wie er ist. Aber er ist viel kleiner. Der Tedford, der ist riesig. Ja, mach den mal. Man kriegt hier doch natürlich sehr viel rein, also vom Volumen her. Gerade für 2 Personen, beziehungsweise hier bei dem Fahrzeug, wenn man zu dritt auch unterwegs ist, man hat hier genügend Platz, alles unterzubekommen. Auch ein Gefrierfach mit dabei. Sehr tief sogar. Ja, dann
Vielleicht auch nochmal das Thema Schubladen oder Schränke. Ihr habt euch ganz bewusst für Schränke entschieden, denn das Ganze hier ist vom Hub her ein bisschen schmaler. Wir sind in Kastenwagenniveau. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man mal sieht, auch mal, wie viel Platz wir hier drin haben. Das ist eine Breite von einem Kastenwagen. Und du kriegst dieses Raumvolumen nur deswegen hin, weil wir eben nicht die Beschränkung des Blechs haben. Das heißt, oft ist es aerodynamisch geformt, sondern du hast eine irre Platz hier drin, oder? Ja, also super vom Raumgefühl. Also ich sehe auch gerade von hinten, vom Bett, habe ich eine freie Blickachse nach vorne. Und was halt auch nochmal sehr schön auch von oben der Lichteinfall, was halt auch nochmal für das schöne Raumgefühl auch sorgt. Sag mal, der kostet neu wie viel? Grundpreis? 53.499. Echt? Da lohnt es ja kaum noch einen Gebrauchten zu kaufen, ne? Ihr könnt dieses Jahr noch liefern, ne? Also, die können natürlich bestellt werden. Okay, können bestellt werden. Also die Lieferfähigkeit bitte beim Händler fragen. Genau. Großes Händlernetz, auf die Webseite etrusco.de gehen. So, jetzt kommen wir mal zum Bett. Und da haben wir natürlich systembedingt nicht ganz die Breite von einem 2 Meter, was sind die normal, die großen 34? Die breiteren? Ja, die sind 2,32 Meter. 2,32 Meter. Also da fehlen jetzt 7 cm auf jeder Seite. Aber ich muss doch ehrlich sagen, wenn du hier eine Liegewiese draus machst, dann hast du doch hier einen Schlaf, ein Schlafparadies. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben hier eine Gesamtbreite. Wenn wir den Bettenumbau haben, haben wir von 1,91 und von der Länge her sind wir bei 1,92 bzw. 1,94 Gesamtlänge. 1,94 Meter Länge. Und im Bettenumbau ist eine Leiter denn dabei? Oder wie? Da ist eine Leiter mit dabei. Wie funktioniert das? Sieht man das raus? Oder? Genau, das ziehst du hier an dieser Stelle raus, ganz bequem. Natürlich hast du hier noch eine weitere Matratze mit dabei. Ja. Die legst du dann hier drauf. Hier hast du noch einen zusätzlichen Rausfallschutz. Genau, und dann hast du schon dein Großbett. Und hier hast du natürlich die Einhängehaken für die Leiter. Okay. Und du kriegst auch weiterhin die Leiter und die zusätzliche Matratze ist hier unten drin versteckt. Und natürlich kannst du auch bei ausgezogenem Bett weiterhin an die Schränke hin. So, und dann schieb nochmal bitte ein. Dann gucken wir uns mal die Schränke an, weil nicht nur Frauen wollen hängende Kleidung mitnehmen, sondern auch Männer. Da sieht man, hier ist eine Stange mit drin, da ist auch schon die Leiter drin und da ist auch schon die Matratze. Ja. Also all das ist dabei. Hier sieht man auch nochmal drunter richtiges Holzlattenrost hier mit dabei. Jeder kann sich ja dann die Wunschmatratze seines Lebens selbst anfertigen lassen, denn wir haben Standardmaße. Das finde ich natürlich auch wieder sehr interessant, gerade was das Thema Bettwäsche angeht. Also keine besonderen Formen, sondern man kann hier Standardbettwäsche kaufen. Ja. Das kann man natürlich, kann man auch über Etrusco Originalteile und Zubehör passende Spannbettlaken auch kaufen, gerade für die einzelnen Matratzen, die kleinen für den Bettenumbau. Das finde ich wichtig. Also das heißt, die haben ein anderes Maß. Man sieht, das sind so kleine hier. Die habt ihr fertig, da muss ich nicht die Nähmaschine anwerfen. Nein, muss man nicht. Also wie gesagt, die bieten wir an über Originalteile und Zubehör, über die Kollegen, die du vorhin gefilmt hast. Geht, genau. Geht auf die Webseite und da gibt es so Originalzubehör. Ist da ein Pferdchen drauf auf dem Bettwäschen? Da müsste auch ein Pferdchen drauf sein. Gut, komm, wir gucken mal das Bad. Denn spätestens jetzt wird es beim Kastenwagen eng. Sind wir bei über 7 Meter hier bei dem? Unter 7 Meter. Unter 7 Meter. 6,82 Meter. 6,82 Meter. Also, dann, ich komme noch nicht hinweg über den Preis. So, Schwenkbad, zeig ja mal bitte, wie geht das? Sehr, also ganz einfach mit einer Hand kann ich hier drücken. Und dann verwandle ich schon einerseits das Waschbecken, verstecke ich und habe hier dann meine Duscharmatur. Geh ruhig mal rein, denn da ist ein Rost drin. Ja. Das Rost habe ich schon gesehen, in der Vermietung nehmen die Leute schon mal nicht raus. Es wird nicht direkt zerstört, gedacht ist das aber nicht, oder? Es ist dafür gedacht, dass man es fürs Duschen rausnimmt und dann natürlich, wenn unten noch nass ist, dass ich mich dann wieder draufstellen kann auf dem Rost und trockene Füße behalte. Das sagen uns alle Kollegen immer identisch bei euch, ja. Das ist der. Dann hast du hier drin noch so eine kleine Wand, die kann man ausfalten, wenn man drin ist. Ist es praktisch, das Duschen? Du hast ja jetzt schon ein paar benutzt. Ist die benutzbar, die Dusche? Die ist benutzbar, die ist auch sehr bequem. Also man hat genügend Platz, man kann sich bequem umdrehen, Hände hoch, Haare waschen. Das funktioniert super und danach natürlich einfach durch die Verkleidung auch super zu reinigen. Also es geht sehr schnell zum Abtrocknen, kann es dann wieder umklappen und habe dann wieder meine Nasszelle bzw. mein Waschbecken. So, oben hast du noch einen Handtuchhalter mit drin. Genau. Umklappen oder wenn ich beispielsweise von draußen vom Regen komme, eine nasse Jacke habe, kann ich hier die natürlich auch aufhängen. Dann natürlich noch hier einen Entlüfter.
Auch ganz wichtig, dass hier auch natürlich immer genug Luft reinkommt. Wie man es kennt. Ja, viel wichtiger ist dir natürlich der Spiegel, wenn man weggeht und man hat noch was im Gesicht. Das will man ja nicht. Und mach ruhig noch mal zu. Ich will mal gerade sehen, ob da drin noch ein Spiegel ist. Wahrscheinlich schon. Oh ja. Nicht nur einer, sondern gleich zwei. Das heißt, die Männer können sich auch mal beim Rasieren zugucken. Ja. Dann hast du unten drunter, ach, der Lichtschalter auf der Seite. Jetzt sieht man ihn wenigstens mal. Den habe ich immer gesucht. Kleine Schränkchen auf der Seite. Also auch hier, man kriegt hier wirklich sehr viel rein. Gut. Langt's für dich? Für mich? Ja. Und wenn wir sogar zu zweit unterwegs sind, dann ist da sogar noch ein bisschen Platz frei. Sehr schön. Die Toilette setze ich mal bitte hin. Du hast zwar jetzt proportional etwas kürzere Beine, aber ich kann es dir vorstellen, also selbst die 2-Meter-Männer, die müssen nicht die Tür öffnen, oder? Nein, das geht wunderbar. Also man hat hier wirklich noch Platz nach vorne. Die Toilette kann ja natürlich ein bisschen noch gedreht werden. Also von dem her ausreichend Platz, sodass man auch bei geschlossener Tür die Toilette benutzen kann. Da ist das Rad nämlich drunter. So, und deswegen, da sieht man sehr schön, der Klopapierhalter ist hier. Ja. Der ist da drunter. Ja. Schön. Dann kommen wir mal zur Sitzgruppe. Ich habe es eben schon erwähnt, die kann man zum Bett umbauen. Machen wir jetzt nicht. Und habe ich schon gesehen, ein leichtes Aufatmen von deiner Seite. Aber das geht schneller, als man denkt, denn dieses Bein kann man abknicken. Das kann abknicken. Genau unten haben wir natürlich noch die weitere Befestigungsschiene. Da wird der Tisch dann eingehängt. Und dann kommt hier nochmal ein zusätzliches Polster mit drauf, sodass ich hier wirklich über diese Länge mit der Seitensitzbank dann den Bettenumbau durchführen kann. So, und jetzt kommt was ganz Tolles, denn diese Kabine hat immer eine Wärmebrücke mit drin. Ihr habt einen Thermovorhang schon mit dabei, der dämmt wirklich effektiv die Strahlungskälte ab. Und das Ganze hat sich wirklich bewährt. Der Vorteil ist nämlich, man kann nicht von außen reingucken. Man sieht keinen Silbervorhang, nichts Weißes. Das ist gerade wichtig für Stadtparker. Bei der Fahrzeugbreite steht man auch schon mal in der Stadt, oder? Ja, natürlich. Also der ist natürlich so wendig und so komfortabel vom Fahren her, dass du da auch einfach durch die Stadt fahren kannst. Das ist einfach auch dieser Vorteil von der Aufbaubreite von 2,14 Meter, dass ich hier wirklich ein wendiges Fahrzeug auch habe. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Setz dich ruhig mal auf den Fahrersitz. Hast du ihn schon mal gedreht? Ich habe ihn schon mal gedreht, ja. Denn die Handbremse fällt nämlich automatisch runter. Das kann ich mal zeigen. Denn du könntest diesen Sitz nicht drehen, wenn die Handbremse oben ist. Und die ist gerade angezogen, die Handbremse. Ist angezogen, ja. Ja, und sie fällt, nachdem man sie anzieht, genau. Wieder runter. Ja, geil, oder? Das ist super. Das ist super. So, und jetzt kann ich den Sitz dadurch nämlich auch immer drehen. Hey, du kommst in die Annalen der ich habe es beim ersten Mal geschafft, den Sitz zu drehen.de. Das ging wirklich einfach. Wie hat es funktioniert? Was musst das du machen? Das ist hier oben, dieser Hebel, den ziehe ich einfach nach vorne und das ist einfach auch super vom Renault, dass es so intuitiv auch ist, diesen Sitz zu drehen. Also es macht wirklich Spaß. Der Drehschemel ist von Isri, wer das auskennt, LKW-Sitzmanufaktur. Auch der Sitz, sagst du, ist wirklich bequem, oder? Der ist wirklich bequem, ja. Also hier hat natürlich noch meine Arme hin. Klappt die dann runter, also super bequem. Captain Chair nennt sich das Ganze, ist mit drin. Jetzt sitzt du hier und das ist schon fast zu lang. Aber das ist, du hast echt viel Platz. Wir sind auf Van-Maße. Das hier ist wirklich eigentlich eine richtige Konkurrenz zu allen Kastenwagen. Also wenn du siehst, was du hier hast, klar, es gibt Kastenwagen-Fans, aber der Platz in Kastenwagen kann man nicht vergleichen, ne? Das ist einfach, also der Van kombiniert einfach so die Vorteile von einem Kastenwagen, also von einem Campervan mit einem Teilintegrierten. Also ich habe hier wirklich hinten den Aufbau von einem Teilintegrierten, habe aber auch wirklich die kompakten Maße, die Flexibilität, die Wendigkeit von einem Campervan. Bitte mal öffnen hier oben, dann sind wir schon fast durch. Hier ist übrigens der Fernseher mit automatischer Sat-Anlage hier verbaut. Sat-Anlagen laufen die oft noch? Ihr stattet die Vorführfahrzeuge immer aus mit Fernseher, oder? In der Complete Selection ist auch immer das TV-Paket mit drin. Also das ist die Sat-Anlage, dann der Fernseher mit TV-Halter. Hier dieses kleine Bänkchen, übrigens hervorragend für Leute, die man nicht mag. Die kommen darauf, nein, zum Schuhe anziehen ist das perfekt. Zum Schuhe anziehen oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der Sitzbank sitze und dort meine Füße ausbreiten möchte, dann ist natürlich auch bequem. Oder vom Beifahrer ist das natürlich auch. So, ich bin 1,85 Meter. Warte mal, ich filme mich mal gerade selber. War ich da selten, aber ihr könnt hier die Stehhöhe sehen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil
Das Model, was ich gerade bei mir habe, ist 1 Meter, was, ich glaube 63. Ja, genau. Und das ist unfair, weil du stehst gerade auf einer Anhöhe drauf. Wenn du mal gerade runterkommst, bitte. Nicht, dass die Leute denken, also das ist jetzt, und du hast noch Hacken an, also leichte. Also das, man hat echt Platz, oder? Man hat hier Platz. Also wir haben ja ungefähr eine Innenhöhe von 1,95 Meter. Also deswegen passt du ja auch noch sehr gut rein. Ja. Genau, also von dem her. 1,95? 1,95. Überleg mal, war unter 3 Meter? Ja. Also ich bin stolz auf dich, hast du gut, gut Produkt. Das ist aber eine Teamarbeit, oder hier so ein Auto zu entwickeln? Das ist eine Teamarbeit, also natürlich einerseits hier in Leutkirch, dass wir den Input geben natürlich und dann natürlich die Kollegen aus Italien, die hier wirklich einen super Job gemacht haben. Ich muss mal dumm fragen, ja, ihr seid ja aus der Hümer-Gruppe. Ja. Ihr habt nicht auf einen Baukasten zurückgegriffen, habt euch irgendein Modell geholt, Carrado, Hümer, was es schon gab. Der hier ist, den habt ihr entwickelt? Den haben wir entwickelt, ja. Komplett, den gibt es zunächst mal nur bei euch? Gibt es erstmal nur bei uns. Ich bin stolz auf dich. Ja. Also nur bei Otrosco. Diese Marke lohnt es sich näher anzuschauen, denn ihr seid ein kleines Team. Also was ihr auf die Beine gestellt habt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Jung seid ihr? Du bist, ich glaube, schon eine der Älteren, oder? Nee, du bist, glaube ich, 27 oder was bist du? Bisschen älter. Okay. Aber ihr seid echt jung. Das heißt, ihr seid ein unglaublich junges Team. Ihr arbeitet hart. Also es ist wirklich, ihr macht das mit relativ moderatem Personal. Und die Fahrzeuge, ich denke, es ist so dieses Design, was die Leute auch, also das ist nicht das typische Holzdesign, sondern eher so das italienische Schick, Hochglanz. Genau, da sondern wir uns ein bisschen ab von Etrusco sozusagen, dass wir hier unseren eigenen Weg gehen, eben diese hellen Möbelelemente, das helle Polster, das auch in der Complete Selection kommt, um einfach hier nochmal ein helles, modernes italienisches Design anbieten zu können. So, das Wort zum Sonntag, das nehmen wir jetzt mal mit. Ist auf der Webseite, die ersten werden Mann ausgeliefert. Was denkst du an die Händler? Oh, die müssen jetzt dann im Frühjahr kommen, so langsam. Ist ja früher schon. Ja, so langsam. So langsam, also so April, Mai, denke ich, oder? Ja, also die nächsten Wochen, Monate. Ich kann dich nicht festnageln auf den... Da kann man sich ja natürlich jederzeit auch beim Handelspartner informieren. So, ich sag euch mal, das Datum heute ist der 29. März 2023. Wir sind in Leutkirch, das ist im Allgäu, da kommst du auch her. Und da steht er. Wir filmen es noch einmal ab. Übrigens hier, ihr könnt ja mal gerne, weißt du was, wenn du sie noch einmal öffnest, bitte, dass sie jetzt mal zeigen, also vielleicht mal ganz schließen. So, und jetzt einfach mal aufdrücken, dass die Leute sehen, also wenn man oben gleich feste drückt, ja. Dann geht's. Und ich glaube, du hast nicht oben nicht feste genug gedrückt, oder? Ich meine auch. So, also, ihr habt's gesehen, es ging in einem Stück. Ansonsten Daumen hoch für Sandra V6.8 SR. Complete Selection. Ich glaube, das Radio fehlt dann noch, oder? Bei dem? Genau, bei dem fehlt jetzt tatsächlich noch das Multimedia-Paket. Wie gesagt, das Prototyp. Die Kamera bei allen Fahrzeugen, die in der Complete Selection bestellt werden, da kommt immer das Multimedia-Paket. Inklusive Rückfahrkamera. So, vielen Dank fürs Einschalten und ja, V6.8 SR, Preis nochmal? 53.499. Tschüss. Tschüss.